In diesem Video will ich dich nochmal mitnehmen in die Welt der Premiere Pro Effekte. Wir wollen uns nochmal so ein paar Effekte aus der Effektpalette anschauen, die du hin und wieder mal verwenden könntest. Wir probieren jetzt einfach nochmal so ein paar Effekte aus. Es gibt natürlich super viele Effekte in unserem Effektfenster von Premiere Pro. Du kannst die gerne alle einfach mal testen, über den Clip ziehen und dann wirst du schon automatisch sehen, was die so machen. Du kannst hier dieses Effektfenster nochmal öffnen. Wenn du über Fenster auf Effekte klickst, dann öffnet sich das automatisch. Und wir schauen uns jetzt mal so ein paar verschiedene an. Also wir haben hier unseren Clip von dem Herrn, der hier Windsurfen macht, der wirklich richtig cool drauf war. Ich setze jetzt einfach zum Beispiel mal hier, wo er gerade winken will, einen Cut. Er winkt und ich setze wieder einen Cut. Und das Ganze ist in 4K gefilmt ursprünglich. Und diesen Mittelpart hier, da zoome ich jetzt einfach mal rein von 50, einer Skalierung von 50 auf 100. Wir sind also sehr viel näher dran. Das Ganze sieht jetzt so aus. Vielleicht nicht ganz so extrem. Wir gehen mal auf 70. Und schauen uns einfach mal den Effekt Umkehren an. Das wird jetzt kein Meisterstück, was wir hier machen. Wir probieren einfach so ein paar Effekte aus. Und dieser Umkehreffekt, was passiert, wenn wir den über unseren Clip ziehen, ist, dass die Farben umgekehrt werden. Das sind also quasi Komplementärfarben. Wir sehen also zum Beispiel hier genau den Gegensatz in unseren Lumetri-Farben zwischen Gelb und Blau. Also momentan war das Meer, hatte das hier so Blautöne gemeinsam mit dem Himmel und es bekommt jetzt hier solche Dunkelrot-Orangetöne, weil es genau der gegenteilige Effekt ist. Das sind Szenarien, die man so zum Beispiel mal in einem Musikvideo kurz sieht, dass so einzelne Frames auf einmal zack, so kurz aufploppen. Vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Also vielleicht reduzieren wir hier noch so die Länge und machen das wieder so länger. Zack, du hast gesehen, wenn wir das jetzt zum Beat schneiden würden und es genau auf den Takt passt, dann hätten wir so einen kurzen Blitzeffekt quasi, den wir hier anwenden könnten. Was wir zusätzlich machen können, ist jetzt zum Beispiel auch das Ganze mit einem Schwarz-Weiß-Effekt zu versehen. Da geben wir einfach mal Schwarz-Weiß ein, Schwarz und Weiß. Wir sehen es hier unten schon in der Bildsteuerung. Den Umkehreffekt lösche ich erstmal aus meinen Effekteinstellungen wieder raus. Das Bild ist normal. Ich ziehe den Schwarz- und Weiß-Effekt drüber und mein Bild ist schwarz und weiß. Das können wir natürlich auch über unsere Lumetri-Farben machen. Da mache ich nochmal ein separates Video zu. Aber jetzt haben wir quasi den gleichen Effekt. Zack, dass kurz das Bild so schwarz-weiß wird. Wahrscheinlich würde ich jetzt in dem Fall hier irgendwie die Kontraste noch höher ziehen, dass diese Schwarz- und Weiß-Farben so ein bisschen extremer noch wirken. Aber dazu später mehr. So, auch da wieder so ein blitziger Effekt, so ein kleiner Zoom nach drin. Selbst wenn das jetzt nicht in 4K gefilmt wäre, fände ich es gar nicht schlimm, wenn man da so ein bisschen über die 100% skaliert, wo ich ja vorher gesagt habe, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Aber dadurch, dass das nur so wenige Frames sind, die mal kurz aufblitzen, würde keiner sehen, oh, das war aber jetzt ein bisschen verpixelt, so, das wird nicht geschehen. Wir können sogar hier die Skalierung vielleicht nochmal auf 80 erhöhen, einfach um diesen Effekt noch ein bisschen stärker darzulegen. Zack, dass das hier so ein kurzes Aufblitzen einfach ist. Wir können jetzt auch sagen, dass wir genau diesen Clip vielleicht noch, wir bleiben mal wieder bei dem Umkehreffekt. Also ich lösche auch hier wieder meine Schwarz und Weiß raus, gebe wieder Umkehren ein, ziehe das über meinen Clip und sage jetzt noch Spiegeln. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel horizontal zu spiegeln, ihn also quasi einmal horizontal spiegelverkehrt zu drehen. Das ziehe ich mir drüber. Diesen Effekt nutze ich tatsächlich häufiger mal, wenn bei mir während dem Film vieles in eine Richtung passiert oder wir haben Verkaufsladen und die Personen gehen immer in eine Richtung und dann gibt es irgendwo mal einen Cut und die Person geht in eine andere Richtung und wenn im Hintergrund keine Schrift steht, an der man erkennen könnte, dass es irgendwie gespiegelt ist, spiegel ich doch mal den Clip über horizontal spiegeln, damit die Person eben auch wie alle anderen in eine Richtung geht, dass man da einfach so ein bisschen, das ist einfach so ein angenehmeres Zuschauen. Funktioniert aber natürlich nur, wenn im Hintergrund nichts ist, was man lesen könnte, wo auf einmal die Schrift quasi vertauscht ist. Was wir jetzt haben, ist quasi ein Aufblitzen, was noch extremer ist, weil er kurz in die andere Richtung eingedreht wird. Zack. Und wie gesagt, wenn wir das häufiger immer wieder auf Beat machen, dann könnte es ganz cool werden. Jetzt zum Beispiel, wenn er hier seine Hand mit anfasst, könnten wir wieder einen kleinen Cut machen. Ungefähr genauso groß wie hier. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass drunter ein cooler Beat liegt und es genau dazu passt. Ich wähle mir diesen Clip aus und du siehst, der hat hier oben, der hat so ein grünes FX für Effekte. Denn darauf haben wir bereits Effekte angewendet. Auf diese Clips nicht, daran erkennen wir das Ganze, weil die sind noch gelb. Ich wähle mir den jetzt aus und kann zum Beispiel sagen, dass ich die Lumetri-Farben kopieren will. Drück auf meiner Steuerung, ich wähle sie hier aus, drücke Steuerung C, wähle mir diesen Clip aus und drücke Steuerung V. Jetzt habe ich genau diese Farben kopiert. Ich gehe wieder auf meinen Clip hier vor
und möchte jetzt auch genau meinen Umkehreffekt kopieren. Also hier wähle ich den aus, Steuerung C, und wähle diesen Clip aus, drücke Steuerung V. Das gleiche mache ich jetzt zu guter Letzt noch mit dem horizontalen Spiegeln. Ich meine, das ist ein Effekt, den hätten wir jetzt auch einfach wieder über den Clip drüber ziehen können. Aber gerade dann, wenn wir mit unseren Lumitri-Farben mehr einstellen und wirklich Einstellungen in unseren Effekteinstellungen quasi vorgenommen haben, so zum Beispiel jetzt von der Skalierung, denn wir haben ja auch die Bewegung auf 80 skaliert, können wir einfach genau all diese Effekte kopieren und hier einfügen, damit quasi dieser Clip genauso ist wie dieser Clip von den Einstellungen her. Und wenn wir das Ganze jetzt abspielen, bam, einmal zum Beat, zweimal zum Beat. Können wir das immer wieder zu so einem Beat, zu so einem Schlag quasi machen. Das sind jetzt nur wenige Effekte, die ich dir einfach mal zeigen möchte. Also du kannst dich wirklich hier in Premiere Pro komplett austoben und mal so allerlei Effekte ausprobieren und die eben mal zu versuchen, so auch ein Stück weit auf Beat eben zu schneiden und damit einfach mal rum zu experimentieren und zu überlegen, was kann man eigentlich damit machen. Denn genau das sind die Dinge, dieses Try and Error, was im Endeffekt Kreativität fördert. Wenn du jetzt vielleicht so schon ein gesamtes Musikvideo geschnitten hast und du möchtest einzelne Effekte wieder rauslöschen, dann kann es ziemlich wehleidig werden, dass du schaust, okay, welches Effekt-Icon ist quasi hier grün und das wähle ich aus und suche mir den Effekt raus und lösche quasi diesen Umkehreffekt raus und mache das hier drüben beim nächsten wieder und dann müsstest du hier die ganze Spur durchforsten. Das ist super aufwendig. Da gibt es natürlich auch einen Trick für. Du kannst einfach alles, was du mit Effekten versehen hast, einfach mal großflächig markieren mit gedrückter linker Maustaste, auswählen, Rechtsklick drauf und dann siehst du auch schon Attribute entfernen. Und hier kannst du jetzt quasi sagen, welche Attribute du entfernen möchtest. Also die ausgewählten Attribute sind die, die quasi entfernt werden. Ich möchte meine Bewegung nicht entfernen, meine Deckkraft, meine Zeitneuzuordnung will ich nicht entfernen, die Lumitri-Farben will ich nicht entfernen und auch das horizontale Spiegeln will ich nicht entfernen, sondern nur das Umkehren. Und das bestätige ich mit OK. Und auf alle markierten Clips, wo jetzt der Effekt Umkehren angewendet wurde, wurde dieser Effekt gelöscht. Wir sehen also hier, sind alle Effekte in den Effekteinstellungen noch vorhanden, außer der Effekt Umkehren, bei diesem kleinen Clip hier genauso. Das war mal so ein kleiner Exkurs zu den Effekten. Ich kann dir gerne natürlich noch viel mehr Effekte zeigen, aber es gibt wirklich so viele, wo ich dir einfach empfehle, probier dich damit aus und teste das so ein bisschen aus.